Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Im letzten Part haben wir unseren Papa besiegt und unseren fünften Orden gesichert. Heute wollen wir aufbrechen nach Baumhausen City. Ich hoffe, dass wir es in diesem Part noch erreichen, aber ich bezweifle es, da wir... Fliegen haben wir noch nicht, okay. Da es sehr, sehr große Routen gibt. Oder die Routen sehr, sehr lang sind. Erstmal noch Rosalstadt. Ich wollte jetzt gerade schon sagen Wurzelheim, aber nein. Unsere Pokémon sind aber fit, oder? Nein. Gehen wir nochmal schnell ins Pokécenter. So, und was wir auch holen werden, das werde ich nicht vergessen. Ich hoffe, hier gibt es Topschutz. Nein, sie haben es immer noch nicht gemacht. Vielleicht auch erst nach der Pokémon-Liga schaltet man das frei, dass man in jedem Markt wirklich dann auch alles kaufen kann. Nein. So, Sumpex, dir bringen wir erstmal Surfer bei. Welche Attacke soll weg? Ja, müssen wir mal schauen. Lebensschelle. Oh, Lebensbrühe ist eine Wasserattacke? Ich dachte, Lehmbrühe ist eine Bodenattacke. Greift mit Matsch an und sinkt natürlich die Genauigkeit. WTF. Okay, dann möchte ich Lebensschelle doch behalten. Und Aquaknarre kommt weg. Aber ich ja gar nicht. Ich dachte, Lehmbrühe ist eine Bodenattacke, aber. Ja gut, es besteht aus Wasser und Boden. Aber vielleicht kommt das ja an der nächsten Gen, also ab der 9. Gen dazu, dass eine Attacke vielleicht auch zwei Fähigkeiten haben kann, aber oder zwei Typen. Aber schauen wir mal. Erstmal machen wir diesen Doppelkampf hier. Pass doch auf, wo du hinsurfst. Wir stoßen doch zusammen. Diese Kurzstrecke, die kann man doch locker schwimmen. Aber für mich wäre das, glaube ich, schon zu viel. Nur Level 15, alles klar. Ich will wissen, ob Surfer auch Freaky trifft. Oh, der Dach hält aus, der Dach hält aus. Warte, hier waren wir doch schon, oder? Ja! Muss mich einmal kurz auf der Karte orientieren. Jetzt muss ich schon die Karte hören. Nach Maldenfrost City müssen wir. Ich nehme mal den Fahrradweg. Ich keine Lust auf die Pokémon dort habe.
So, wir gehen einmal in den Pokémon-Markt. Und hier sollten wir auch eigentlich bekommen. Mindestens Superschutz bekommen. Was? Du hast gar keinen Schutz? Ey, das ist lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Dann gucken wir mal in Wiesenflur. Vielleicht haben wir da ja Glück. Ansonsten müssen wir damit so rauskommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Entwickler es vergessen haben einzubauen. Oder sie waren zu faul. Hier gibt es zumindest Schutz. Eine Eneko-Route? Aua. Ist das das, was ich denke? So wie die Phlegma- und Radikal-Route in der letzten Gen? Also wenn wir das ja richtig... 400 Schutz. Und zwar hier 14 Mal Schutz. Damit wir wieder auch gut ausgerüstet sind. Achso, warte, wir wollten ja noch einmal schauen wegen dem Münzkorb, ne? Haben wir ja noch keinen Münzkorb bekommen. Es hieß eine Frau nebenan. Das hier ist eigentlich die einzige Frau. Also. Und wir haben ja auch eigentlich mit der ganzen... Oh, wen haben wir denn daher? Oh, Torti, du siehst aus, als hättest du Mumm. Das ist sehr gut. Haha, gut. Ich habe es entschieden. Du musst mir einen Gefallen tun, Torti. Malvenfroh City hat einen neuen unterirdischen Bereich, der neu Malvenfroh heißt. Torti, ich schicke dich jetzt da hinunter, damit du den Generator ausschaltest. Der Generator ist kurz davor, heiß zu laufen. Das ist sehr gefährlich. Hier hast du den Schlüssel für Malvenfroh. Ah. Mach dir keine Sorgen. Man kann das nicht gerade eine Herausforderung nennen. Der Eingang zur neuen Malvenfroh City ist eine kurze Surfstrecke von Route 110 entfernt. Das ist alles. Du kannst mir vertrauen. Oh nein. Ja, dann machen wir das jetzt nochmal schnell. Es kommt immer irgendwas dazwischen. Das habe ich ja total vergessen. Genau, hier geht's glaube ich durch, ja. Hier müsste es glaube ich auch irgendwo Trainer geben. War ich zumindest der Meinung. Okay, dann nicht. Als ob der Schutz nicht mehr wirkt. Obwohl so ein Elektro-Pokémon im Team... wäre eine Überlegung wert, aber erstmal noch nicht. Naja. Fluchtseil, das ist schön. Überball. Schutz wird nicht mehr, das gibt es doch nicht. Hier sind wir hergekommen, alles klar.
Muss der Generator hier oben? Ah, hier ist er doch, oder? Nein, das ist er nicht. Nein, und ein Elektroball. Moin Totti, ich hab dich schon vermisst. Aha. Moin Freaky, na, alles gut bei dir? Ja, gestern war es halt, weiß nicht, gestern bin ich irgendwie müde geworden und dann lag ich im Bett und hatte nicht mehr so wirklich Lust. Und irgendwann bin ich eingeschlafen. Lebensschelle. Klar. Das freut mich. Bei mir ist auch soweit alles supi. Hier gibt es doch bestimmt die TM Donner oder so, ne? Paraheiler. Da ist er. Was haben wir hier? Ein Donnerstein, okay. Warte, ich habe doch ein Fluchtseil. Ja, ich versuche heute wieder Minimum 10 Parts aufzunehmen, aber kann sein, dass ich zwischendurch irgendwann doch mal keine Lust mehr habe. Das weiß ich immer nie. Meistens ist es... Warte Gott. Wow, ich wusste es, Torti. Ich wusste, ich habe dich, die richtige Person herausgepickt. Hier, das ist mein Dankeschön. Eine TM, die Donnerblitz enthält. Du hast sie dir wirklich verdient. Oder so. Meistens ist es so, wenn ich kurz vorm Ende stehe, so, wenn ich die Pokémon-Liga in Aussicht habe, dann ziehe ich meistens durch. Oder am Ende das Projekt stehe, dann haue ich immer meistens durch. Jetzt können wir aber weiter. Die Trainer haben wir ja alle schon besiegt. Und hier wären wir. Alles klar. Eine Profi-Angel ist wirklich gut. Meinst du nicht auch? Ja. Da sind wir wirklich der gleichen Meinung. Hier, ich schenke dir eine Profi-Angel. Dankeschön, Bro. Oh, du bist das Torti. Hallo, erinnerst du dich an uns? Ja, leider. Zeig uns doch, wie stark du geworden bist, okay? Das war dein Stichwort. Magnetino und Krakelo. 27.
Nein, lass mich in Ruhe. Oh Gott. Ich bin ein Angler, aber auch ein Trainer. Ich ziehe die Pokémon auf, die ich gefangen habe. Ja, da hat Nintendo oder Game Freak das eigentlich gut auf den Punkt gebracht, wenn sowohl im Real Life die ganzen Journalisten oder, ja, ich nenne sie jetzt einfach mal Journalisten, als auch im Game. Nervig. Einfach nur nervig. Oh, hallo Troy. Kriegen wir nicht eine VM von ihm? Hi Totti, ich bin Troy. Wir haben uns in der Höhle in der Nähe von Faustauhafen getroffen. Hast du seitdem viele Pokémon gesehen? In dieser großen Welt gibt es viele verschiedene Arten von Pokémon. Wenn du nur dein Lieblings-Pokémon aufziehst, ist das völlig in Ordnung. Aber vielleicht findest du es ja auch spannend, unterschiedliche Pokémon aufzuziehen. Was denkst du als Trainer darüber? Okay, das geht mich eigentlich gar nichts an. Nun, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, in Baumhausen City, würde ich sagen. Spoiler. Was haben wir denn hier Schönes? Zwei, unsere ersten Zitrusbeeren. Nice. Vogel-Pokémon, die elegant durch die Lüfte fliegen, sie sind die besten. Da kommt doch von welcher. Ich hoffe, es reicht eine Lehmbrühe aus. Ja. Warte, da oben ist noch... Ach komm, nehmen wir den Trainer auch gleich mit. Erhebt euch, meine Vogel-Pokémon. Schwalbini. Mich interessiert mal, wir können gleich mal nachgucken, wie viele Pokémon wir schon gesehen haben. Übertragen, okay. Boah, seht euch das mal an, da müssen wir hin.
Wofür kann man hier rein? Keine Ahnung, okay. Jetzt. Ich werde von Selbstbewusstsein platzen, wenn ich einen starken Trainer besiege. Das ist mein unglaubliches Käfer-Pokémon. Mein großer Bruder hat es für mich gefangen. Was ist das denn für ein Käfer-Pokémon? Absol und Pinsir. Hauen wir mal die Lehmbrühe raus und ein Aufruhr. Ah, Pinsir hat getankt. Fünfundzwanzig für Freaky. Wir gehen erstmal hier lang. Du bist doch eine Trainerin, oder? Natürlich. Man sagt, dass gute Zeiten auch mit guten Aromen erfüllt sind. Ah, eine Aromalady also. Als ob meine Bodycheck daneben geht. Natürlich kommt da die Stachelspore. Schutzschild brauchen wir nicht. So, wir klonen uns jetzt erstmal die ganzen Bären hier. Eine Qualotbeere. Labrusbeere. Einige dürften auch keine Bedeutung haben, beziehungsweise kein Effekt auf Pokémon, weil die extra für Riegel da sind. Also man kann sich Pokeriegel, soweit ich weiß, auch erstellen. Ich meine die Granabeere, ich weiß nicht, was der Entwickler sich dabei gedacht hat, aber das ist ein zweitschneidiges Schwert.
Beleber gefunden, schön. Du kannst mich Bärenmeister nennen. Ich träume davon, die Welt mit hübschen Blumen zu bereichern. Daher züchte ich Bären und gebe sie an andere weiter. Du hast dir auch eine verdient. Dankeschön. Sei nicht so schüchtern, nimm dir noch eine. Danke. Das ist doch nicht mal großzügig. Besuch unbedingt den Blütenbaugarten. Mein Mann züchtet Bären. Er ist bestimmt der beste Züchter der Welt. Er macht mich unglaublich stolz. Sag mal, Kind, du kennst nicht zufällig einen guten Spruch? Nein, kenne ich nicht. Oh, hier haben wir noch einen Doppelkampf. Hallo Trainer, ich hoffe, deine Pokémon fangen nicht an zu weinen, wenn sie verlieren. Oh, das glaube ich nicht. Pampinella und Pudoffs. Surfer und Aufruhr. Ah, wir haben die Paare gar nicht weggemacht, ne? Ach, nicht so schlimm. Mach ich gleich aufs Screen. Aufruhr zieht ganz schön eine Menge ab. Ach, natürlich ist Sompex paralysiert. Pampinella ist schon mal down. Als ob, das ist so lächerlich. Und jetzt kommt das Schutzschild wieder von Bulloff, ne? Nein, Windstoß, okay. Das dritte Mal hintereinander geparrt. Ich glaube, das war in der ersten Gen. Da war ich sie in 8 oder 9 Mal hintereinander geparrt. Das war so lächerlich. So. Jetzt komm aber. Dankeschön. So, dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann!